viele Moschees, die gerade im Bau sind. Ja? Mhm. Wie hier zum Beispiel. Ja? Oder vorhin war auch schon auf der rechten Seite. Es gibt so viele Moscheen hier bei uns, ja, aber zur Gebetszeit, dann sind die Moscheen nicht voll. Ja? Vielleicht nur zwei Reihen oder eine Reihe. Also wenn die beten, dann sie stehen in Reihen, ja? Und werden nicht voll. Ja? Bis auf Freitag, da gibt es dann Gebets, diese Massengebete, ja, am Freitag. Ja? Da werden die oft voll, ja? Okay. Aber nur einmal der Woche. Ja? Die sind aber immer stolz, wenn die dann so schöne große Moschee haben, ja, aber kommen nicht hin zum Beten. Ja. Also, aber ich glaube, das ist auch der Stolz des Dorfes, wenn die eine eigene Moschee haben, oder? Ja, ja, das Dorf, der. Die Einheimischen spenden gerne an die Moschee, weil die meinen, wenn die was spenden, das heißt, die werden mit dem Geld ja in dem Himmel, also in dem Jenseits, so irgendwie mal auch Haus aufbauen, ein eigenes Haus. Ja. Deswegen wird es auch gern gespendet. Ja. Am Freitag spendet man auf, ja, bei dem Massengebet, ja, oder bei dem Freitagsgebet. Ja. Das wird nicht vom Staat finanziert, ja, also nur von den Einheimischen, ja, reine Finanzierung von der Einheimischen selbst, ja. Das ist ganz anders als in Europa, ja, das alles vielleicht von der Regierung finanziert wird. Nein, ja. Ihre eigenen Spenden auf die Kirchen. Okay. Also, okay. Fangen wir wieder an in Deutschland. wenn ich eine Religion habe, christlich oder du hast keine Religion, nee, ne? Okay. Christlich oder katholisch, dann ja. Wird automatisch von deinem Lohn, was du verdienst, abgezogen. Also Kirchensteuer, sowas. Genau, ne? Kirchensteuer, genau so ist es. Alles geregelt in Deutschland. Und alles abgezogen. Die kriegen, glaube ich, anteilmäßig kriegen die vom Staat die Förderung. Auch die jüdischen Gemeinden und auch die muslimischen Gemeinden bei uns. Das ist dann, kennen wir auch nicht ganz so aus. Ich weiß nur, dass sie alle so einen Anteil an Förderung kriegen. Deswegen habe ich auch schon mitbekommen, dass viele Deutschen auch aus der Religion ausgetreten sind. Ja, das finde ich ja wieder sehr merkwürdig. Entweder bin ich religiös, ich glaube an was, dann bezahle ich auch gerne dafür, oder ich will es nicht. Ne? Aber wegen Geld austreten ist ja nun, also das kann ich wieder nicht nachhören, das ist ein Deutsch, typisch Deutschland. Ja. Also ich bin einfach nicht so, in der DDR gab es sowas gar nicht und ich bin damit überhaupt nicht konfrontiert worden. Und ich gehe gerne in Kirche, gucke mir gerne auch andere Gotteshäuser an, weil es mich einfach interessiert. Mhm. Also ich bin ja total von dem Hindu, was er so alles erzählt hat, das wusste ich ja alles gar nicht. Ne? Ah ja. Das ist sehr interessant. Muslimisch hast du schon mal öfters was gehört, weil du ja in der Nähe bist und viele auch bei uns im Land sind. Also Hindus, glaube ich, sind in Deutschland. Gibt es da welche noch nicht? Ja, wenige. Sehr, sehr wenig und wenn du so in die Öffentlichkeit gehst, ja, siehst du nichts, was auf Hindu hindeutet irgendwo. Ja. Ja, also so Hindu-Tempel oder sowas gibt es gar nicht bei uns. Aber eben es gibt Synagogen bei uns, es gibt wie heißt die hier? Moscheen gibt es bei uns, Kirchen gibt es. Das gibt es alles schon. Guck mal hier, das Auto voll beladen von Wahnsinn. Menschen. Schon Arbeiter, oder? Ja, irgendwie so, ne? Arbeiter.
Vollbladen auch sitzen gefährlich da. Mache ich die auf? Also nehmen wir die auf jetzt ab. Es wird auch schon ein schönes Video von mir da. Zum Zeigen. Ja. Gut, sehr viel TikTok-Video. Wer hat das Auto mit den meisten Personen befördert? Voll beladen, ja. Auch schon viel Futter drin, ja. Reis werden auch getrocknet, ja. Die Reiskörner. Ja, es gibt viel Arbeit, ja, bei dem Reisanbau, ja, bis man Reis kriegt. Ja, auch schon gesagt, Reis kriegt, sehr, ja. Sehr, sehr, sehr anstrengend und der Lohn sehr wenig. Also man kann auch überlegt, wenn so ein Päckchen bei uns in Deutschland kostet, also ein Kilo Reis kostet, was kostet bei uns ein Kilo Reis? Vielleicht 1,20 € oder so. Überlegst, wie viel die dafür arbeiten müssen. Wie sind wir wieder bei den Erdnüssen? Aber es gibt ja, ich denke mal, wir kriegen auch den Reis aus Ländern, wo das mal schnell alles bearbeitet wird.